in Viererreihen. Wenn man hier gegen spritzt, ihr seht, eine Insignie offenbart sich. Jetzt muss man hier so lange gegen spritzen, bis tatsächlich alle Teile gedreht sind. Und das erfordert eine gewisse Geschicklichkeit, sagen wir es so. Weil man muss halt teilweise wirklich systematisch vorgehen, so ein bisschen. Und das mache ich halt, indem ich oben die immer zuerst mache, weil die kann man meistens nicht mehr aus Versehen treffen. Und dann die unten, also ich arbeite mich von oben nach unten quasi. Und das war schlecht, aber das ist nicht so schlimm. Also, es ist schlecht, wenn man oben oder so, ja, wenn man sich das ganze Bild quasi verbaut. Man muss auch sehr aufpassen, wie viel man spritzt und so, also, es ist nicht ganz so einfach. Und da haben wir alles. Und dann sehen wir hier eine Röhre. Gehen wir doch mal rein. Und es deutet sich wieder ein Flipper-Level an. Mario Morgana nimmt uns wieder unseren Dreck weg. AKA Baby Bowser. Und das, ihr seht hier ganz viele Würfel, ist vielleicht so eine kleine Andeutung auf das Casino? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ich meine, diese Würfel gibt es auch in anderen Welten, aber nicht so viele. In anderen Flipper-Leveln meine ich. Und könnte ja tatsächlich sein, dass da so eine gewisse Andeutung auf das Casino haben soll. Was da dran ist. Ja, sammeln wir hier das Leben ein. Weil hier wäre eine Stelle, wo man zerquetscht werden würde, wenn man zu lange da stehen würde. Und von daher ist da Leben zwischen, damit die Entwickler einen auch leicht zerquetschen können. Und das war jetzt blöd, da hätte ich abspringen sollen. Ja. Jetzt muss ich wieder warten, bis der Würfel kommt. Und der Würfel ist da. Jetzt springen wir hier rüber und lassen uns von dem bis zum nächsten Part tragen. Wo irgendwelche komischen Stäbe aus der Wand kommen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und jetzt haben wir hier so ein schnelles. Oh, das war schlecht. Beziehungsweise, es wäre saugeil gewesen, wenn es geklappt hätte, aber. Ah, irgendwie. Ah ja, wunderbar. Und das ist jetzt wieder ein etwas schwierigerer Part, weil dieser riesige Würfel, man kann sich zwar recht gut auf ihn bewegen. Das Problem ist, man muss nach zwei Umdrehungen abspringen, und zwar direkt. Und das wird ein bisschen schwierig, denn oh, der ist schon ein bisschen weiter weg von der Plattform da hinten. Und also ich kenne es von früher, da habe ich es öfter mal verkackt. Und das ist relativ am Ende vom Level, vor allem von Flipper-Leveln, dann immer ein bisschen bitter, wenn man dann eben wieder von vorne starten darf. Oder muss. Je nachdem, wie man sieht. Ja. Ich denke, wir machen noch eine Mission Plaza de la Palma. Damit wir dann auch nicht da nachher so viel geballt hintereinander haben. Und erst danach dann nochmal einen in der Hauptwelt. Und dann sind wir, denke ich, wirklich am Ende für heute. Ich meine, ich habe jetzt an die 2,5 Stunden dann gezockt. Jedenfalls werden daraus dann, lass mich nachrechnen, 5 mal eine halbe Stunde, also 10 mal 15 Minuten sind 10 Videos, ja. 10 Videos wieder für nächste Woche oder so zum Hochladen. Wird wahrscheinlich mehr als täglich einer hochgeladen. Aber, ja, wenn ihr das seht, ich bin jetzt schon fast am Ende. Egal. Kapitel 2, Palmatons Klettertour. Palmaton, ein Charakter, dem wir noch nie begegnet sind, weil ich es irgendwie immer geschafft habe, die Level mit ihm zu vermeiden. Deshalb begegnen wir jetzt in der allerletzten Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, diese Gestik, die ihr hier macht, ist, ja, ihr seht hier, diesen Kopf so hoch, so zack, 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 ist exakt dieselbe, die Mario Morgana auch macht. Das Problem ist, ja, also offensichtlich verkleidet er sich als Palma, trägt noch so eine Art Unterhemd oder so, oder Bauarbeiterhemd, was auch immer, scheint also eher ein Mensch zu sein. Sollte sich aber es tatsächlich hier um Mario Morgana handeln, der ja eigentlich Baby Bowser ist, der könnte sich erstens gar nicht in so eine Figur verwandeln und zweitens hätte der auch keine Menschenform. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wer ist das?
Ist es vielleicht Luigi? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist ein Mysterium von Super Mario Sunshine, was sich schon lange mir und auch wahrscheinlich vielen anderen Zockern stellt. Wer ist Palmaton? Ich bin's, Palmaton. Hör zu. Siehst du die Fahne dort drüben? Ist recht weit weg. Auf der Riesenpalme. Du und ich, wir rennen jetzt schnell, jetzt dorthin. Wer ist schneller? Meine Bestleistung ist 30 Sekunden. Nicht schlecht, gelle? Auf die Plätze, fertig und los. Und jetzt mache ich ein Wettrennen gegen ihn. Und er ist zunächst mal nicht so wirklich schnell. Ich meine, das ist, ja. Man kann ihm schon wegziehen. Man sollte nur sich ein bisschen auskennen und den Weg kennen. Und dann kommt man hier ganz schnell voran. Und kommt hier auch schnell hoch. Und schafft womöglich sogar eine ganz gute Zeit. Und da unten kommt Palmaton. Ja, also dieses Rennen definitiv nicht wirklich schwer zu gewinnen. Aber wie gesagt, man muss die Welt halt kennen und muss wissen, wo man langlaufen soll. Und dann kriegt man das hin. Grr, Mann, arg. Das war nicht übel. Du bist schnell. Ich gebe zu, dass ich dich etwas unterschätzt habe. Möglich. Ich versuche es erneut, wenn ich mehr geübt habe. Und er gibt uns doch tatsächlich wieder eine Insignie. Wer hätte das für möglich gehalten? Klasse. Aber ich denke, eine 18-Sekunden-Zeit ist in dieser Mission auch gar nicht so schlecht. Und wir haben jetzt tatsächlich auch schon wieder 40 Insignien. Ich muss euch aber leider enttäuschen, bis zum Endgegner bekommen wir keine neuen Features dazu. Also, wir sind jetzt praktisch total möglich, alles zu machen. Und jetzt werden wir nochmal eine schöne Mission hier machen. Okay, das. Naja, ich weiß nicht. Die Frage ist natürlich nur welche. Ich glaube, wir machen. Ja, ich glaube, wir machen die. Ja, ich gehe jetzt erstmal zu dem äußeren Teil der Stadt. Und da hinten seht ihr ganz viele Palmen aus der Wand wachsen. Schon ein bisschen auffällig. Man sollte meinen, dass es da was gibt. Das, was ich übrigens mache, ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Quasi ein schnelleres Fortbewegungsmittel mit der Raketendüse, weil die ist normalerweise recht langsam, weil man nur schwimmen kann. Und ja, schwimmen dauert lange. Und hier oben ist eine Röhre. In die können wir doch mal ganz skillig reingehen. Und mal ausnahmsweise bekommen wir nicht unseren Dreck weggenommen. Es ist aber trotzdem wieder so eine Art Flipper-Level. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, da hinten auch eine rote Münze. Wir müssen wieder rote Münzen sammeln, ja? Sowas ist schön. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man sieht. Hier ist jedenfalls ein Wanderer, den man nicht wirklich sieht. Seit 38 Jahren suche ich den roten Vogel des Glücks. Ja, es ist ein langer, steiniger Weg. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich ewig suche. Ja, hier auf diesem einsamen Planeten sicher. Ja, also so sieht man definitiv mehr. Und sogar die Gegner hier geben rote Münzen. Also man sollte sich darauf gefasst machen, jede Gegner zu töten, sonst wird man hier die Insignien nicht so schnell bekommen. Und ja, ich suche gerade etwas. Da oben seht ihr den roten Vogel. Mit dem beschäftigen wir uns später noch. Zunächst mal wollen wir das Ding hier jetzt erstmal killen. Ja, genau. Hier ist ein Feuerchen, was aber nichts bringt. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hoch und werden den roten Vogel des Glücks etwas zusetzen. Denn diesen Vogel kann man treffen. Sollte man treffen können, wenn man es könnte. Ja. Bisschen schlecht. Ich glaube, ich gehe lieber hier in die Mitte auf so einen Baum. Ja, man kann ihn treffen, definitiv. Man kann jetzt aber, wenn man hier außen ist. Oh Mann, das war schon wieder klasse. Mensch, Mensch. Ja, am besten auf einer der höchsten. Und getroffen fünfmal, glaube ich, dann lässt er uns noch Rotomünz frei. Und was ist das hier? Hier rennt jemand rum, der an seinem Rucksack Feuer hat. Und ja, dem werden wir jetzt einfach mal behilflich sein, indem wir dieses Feuer löschen. Und ja, er freut sich ganz doll. Ich finde es lustig, wenn die Palmer sich freuen. Die sehen dann immer so klasse aus.
So richtig happy und die Palmen auf ihrem Kopf sind sogar mit am Jubeln. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Und er gibt uns eine rote Münze für diesen quasi lebensrettenden Dienst. Wobei ich mich auch frage, wenn der eine Typ da schon 38 Jahre am Suchen ist, ist der dann auch schon 38 Jahre am Brennen? Also, ja. So ein konstantes Feuer hat man noch nicht erlebt, glaube ich. Und hier jetzt auch ein bisschen schwieriger. Diese Münze direkt am Rand. Und hier muss man auch wieder... Moment, wie kommt man jetzt hier nochmal hoch? Ah ja, genau. Da kann man wieder durchspringen. Hier auch noch wieder so eine Melone. Die könnte man auch kaputt machen. Ist aber nicht nötig. Und ich zoome raus, damit ich jetzt hier auch erkenne, wo hier noch was ist. Weil Gegner kann man meistens von oben erkennen. Und das ist das Feuer. Also irgendwas fehlt uns noch. Eine rote Münze. Ah, da hinten ist noch ein Gegner, ja. Und getroffen. Und jetzt noch schnell hin. Ja. Und da ist die letzte rote Münze. Die in die Insignie erscheint. Auf dem Haus. Ja. Sein Wasser sollte man sich in dieser Welt eigentlich gut einteilen, weil man braucht es für vielerlei Dinge. Einerseits für den Vogel, andererseits noch für den Palmer. Und wenn es leer ist, ich mag behaupten, man muss sterben. Sonst kann man hier ewig rumirren. Ohne die Raketendüse. Ne, ohne Wasser halt. Die Raketendüse ist nicht so essentiell für das Level. Aber das war unsere 42. Insignie. Und ich denke, damit haben wir doch ein schönes Ende für diese Session quasi gefunden. 42 Insignien und wir sind dem Durchspielen des Spiels erheblich näher gekommen. Und haben heute auch schon 31 Stück geholt. Und noch ein paar rote Münzen. Und jetzt kann ich da unten nochmal, ja. Unten steht, dass ein Verweis, dass Yoshi auf dem Dach gesehen wurde. Und diese Meldung ist jedoch nicht bestätigt, ja. Wir wissen es besser. Aber wir können uns ja zum Abschluss quasi nochmal die neuen Welten ansehen. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten Playa del Sol abgehakt. Paco Fortuna. Die nächste Welt, ja, genau. Paco Fortuna. Der Vergnügungspark lockt mit einer Achterbahn, einem Muschelkarussell und dem Ausblick vom Riesenrad, das wir unglaublicherweise irgendwie gerettet haben, quasi. Lido Sirena. Sanftes Meeresrauschen, einzigartige Sonnenuntergänge und romantische Dinners. Oder Diners, ich weiß nicht, ich denke, keine Ahnung, egal. Keine Ahnung. Die Spezialität vom Luxushotel... Vom Luxushotel Hotel Delfino. Ist nicht irgendwie doppelt? Naja. Und Bayer Paradiso. Bayer Paradiso. Die Paradiso fühlen sich zwischen steilen Klippen und nahe der See wie zu Hause. Der Wasserfall und die drei Türme bezeugen ihre Herkunft. Hört sich doch schön an. Plaza de la Palma. Die antike Heimat der Palma wurde in einem riesigen Baum gebaut, um sie vor Tieren zu schützen. Unter dem Dorf gedeihen Riesenpilze, die wir auch schon gesehen haben, und da werden wir uns nächstes Mal auch mehr mit befassen. Und ich denke, das ist ein schönes ein schöner Schlusssatz. Von daher, ihr dürft gespannt sein. Ich mache wahrscheinlich nächste Woche wieder weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.